Letzte Woche bei Takeoff haben die Kandidatin so richtig einen Strom gesagt. Ich verstehe nicht. S-O-S. Wow, was ist zwei extrem starke Kandidaten haben ihren Platz an der Kurs verloren. Der Mathieu. Und der Lani. Wie ein von den übrig gebliebenen Kandidaten behält er weiterhin die Nerven und packt den Sprung an das Halbfinale von der A-Star Science Challenge Show zu Lützebusch. Paulina, de Karim, den Alex und den Jamie. Die hat schon eine weite Weh, Hanna Dirsch. Mit 150 ungemeldeten Kandidaten hat die Aventure Take-Off angefangen. Und dann sind wir zu Feuer Ivrig an der Feuerelsfinale von der Science Challenge Show. Und allein darauf könnt ihr schon immens hoffentlich sein. Ja, yeah, I'm definitely very proud and very happy as well to be in the four. Not just because I'm closer to winning, but also because I get to participate more in the challenges and learn more, and as well a bit for the representation of women in the science. I feel like that's good, yeah. Das für mich schwer, so gesagt, auszurechnen, wen vielleicht mehr eine große Chance hat für Männer, weil mehr fair so das wissen, das gleich jeder zu sein Stärke, zu sein Schwächen. Meine Ambitionen sind noch immer, das hat sie gewonnen. Das ist, also, ich komme dem Ziel immer noch. Auf jede Kandidatin hier Nerven heute wenig zu kuddeln, haben wir eine kleine Überraschung für sie geplant. Ich habe Angst, dass man meine Sachen aufpacken und rote, was das wäre. Ich habe genug von mir panikieren. What if it's a tarantula? What if it's a snake? And I'm super scared of spiders. Seul en tête, seul au monde, seul dans son monde. Ab dem ersten Moment war schon sehr schön relativ gut. Also, einfach die Glocken, die aus der Herr, die Leute, die scheißen, verloren, die. Ja, knisterin, das war einfach für mich direkt klar. Wir gesehen haben hier irgendwie Lust vor. Oh mein Gott! Der Bob Jüngels! Wir sind ganz froh, dass der Bob Jüngels heute dabei ist. Er ist, wenn es im Willow geht, natürlich der größte Sportler halt zu Lützebusch. Und genau so braucht man heute. Salut Bob! Salut! Wirklich cool, dich heute zu sehen. Mal ist die Frau heute, sie sind gespannt, was er bei uns durchkommt hat. Ob das könnte etwas tun, weil auch nicht viel Fleisch kennt Mengen, werden nicht als Kandidaten, müssen sie sportlich beweisen. Mehr ist da du. Ja, ich meine, ich bin den Menschen, der muss Sport machen und Kandidaten müssen eine Menge Limiten da rausfallen. Ja, extrem interessant, voilà, die Jungs zu sehen, wie sie dann mit Mengen Daten schaffen. Ich verfolge den Bob selber, wenn ich Tour de Luxembourg oder Tour de France gucke. Selber sind nicht auf das letzte Mal Championat gekommen, sie gefeiert. Also, das ist natürlich cool, sie einfach mal like, so zu sehen, nicht von sie am Gange sind, hier das Leben aufzuschwissen an der Kurs. Kommen wir aber mal zum ersten Challenge vom Tag. Auf Europa, also es um Bob zu performen. Mit Bob machen wir heute eine Diagnostik an der Spiroergometrie. Das heißt, wir müssen hier am Anfang am Großen und Ganzen vier verschiedene Sachen. Das eine Kerl hat eine Brustgur, da muss man seine Herzfrequenz während dem ganzen Test. Dann, wie ihr seht, wird dann eine Maske. Mit der Maske muss man drei verschiedene Parameter. Da denkt als ein Kerl Konzentration von Kohlendioxid aufgab, Konzentration von der Sauerstoffabnahme. Und das ist eine kleine Turbine an der Maske. Da wird dann noch das Volumen gemessen, wie viel Luft das am Anfang. Als Trainer, als Nutrition, als alles auf Wissenschaft aufgebaut ist, das ist schon eine relativ starke Relation da zwischen dem Sport und der Wissenschaft. Den Test selber ist so, dass du den Rampentest hast. Wie gesagt, du hast noch ganz relaxed drauf. Bei 100 war du gefangen, da ist kein großer Widerstand. Alle 30 Sekunden geht der Widerstand aber 25 Watt an die Luft. Und das geht so lange, bis hin am Anfang nicht mehr kann. Ich weiß nicht, was 1000 Watt ist oder 500 Watt oder so, keine Ahnung. Da hatte ich wirklich keine Ahnung. Ich habe nur gemerkt, dass ich zurzeit immer mehr. Wie stark geordnet wird. 325 Watt, das ist bei normalen Amateurfahrern auf nationalem Niveau, kommen wir da schon in den Bereich, wo wir nur bei der Limit sind. Wie ihr seht, die Lösung fängt noch immer zu schwitzen, Muskeln sind warm, die Energie wird gebraucht. Ja, der geht so. Go, go, go! Alle, komm, bleib drin, alle, komm, da geht nach. So, bei 525 Watt, das ist richtig schwer schon. Alle, nach 10 Sekunden, da springt drin rauf, alle, die packst du runter. Alle, komm, alle, push.
Okay, tipptopp. Die Tests sind komplett Ausbelastung. Das ist, dass ich von, wir fangen nur bei 100 vor, dann gucken, wie weit ich komme. Aber voilà, das ist schon eine ganze Ausbelastung und du warst gut gefragt. Noch ein paar 100 Watt kriegen wir auch den Bob Jungels Platz. So, merci, dass er sich heute abgeopfert hat und hoffe natürlich auch, dass er nicht vielleicht hier geschwäst hat. Der Bob den hat alles gehen und wir haben hier seine Werte. Und er Challenge also, den ventilatorischen Schwellen zu bestimmen. Das heißt, zu bestimmen, wo der aerobische Bereich von seinem Körper abhält und wo der anaerobische Bereich anfängt. Und für das zu bestimmen, muss er das Grafiken hier richtig interpretieren. When I heard the aerobic and anaerobic, I have flashbacks to cesium, where my biology teacher, she was always drilling us with, what is this anaerobic respiration? And I was like, this thing. Wenn er meint, das Resultat zu wissen, dann drückt er den Buzzer. Und da kommt dann nur 4. Und dann droht er die Herzfrequenz an, die zu der Schwelle korrespondiert. Aber wenn es richtig ist, dann darf dir eher einen Teampartner für die zweite Runde bestimmen. Da sind wir bereit für die nächste Challenge von der Feierelsfinale. 3, 2, 1, Take off! Von dem aerobischen Stoffwechsel zu dem kombinierten Stoffwechsel übergeht. Das heißt, an dem Moment, wo die zwei in positive Richtung gehen, das heißt, ein Anstieg davon und das heißt, wir sind ab 2 Minuten. Den Jamie, den hat halt ganz sicher Vorteil als Sportler. Du musst den die Sachen noch vielleicht schon, und du musst schon bei dem Niveau Sport, wo ihn bestimmt schon von dem Test teilhören hat. Geht alles noch schlimmer. Ich verliere niemals viel Zeit, schon zu verstehen, was die auf dem Blatt steht. Anthropo. Wann ihr schnappst mit Ventil? Biomedizin, das Thema vom Daran, du machst auch das von diesem Challenge. Grafiken aus dem Bobsingem Spirometer-Test richtig interpretieren, da das er hier aufgabe. Und sich an einer helle Wollen Informationen rumzufangen, da das nicht immer evident, mir geniet das, was an der Wissenschaft aber üblich ist. Alex, den hat ein mega interessanter Brosch, hin hat nämlich schon all die markanten Punkte auf der Grafik markiert. Und hat sich die Grafik schon alle ein bisschen am Verlauf durchgeguckt. Und ich denke, das ist ein guter Schachzug. Und versucht, die Löser zu verstehen, was an den Grafiken dran ist. Als Hilfsmittel haben Kandidaten von den Coachen ein Informationsblatt gekriegt, auf welche verschiedene Manieren in die zwei Schwellen herausfinden kann. Wie wenn der erste Fleisch der schon dauernd gefragt hat, was aerob und anaerob eigentlich genehm ist, dann hat er selber die Antwort für euch. An unserem Körper gehen zwei Hauptprozesse, um Energie zu produzieren. Einmal ein aerober Prozess, wo Energie mit Hilfe von Sauerstoff gewonnen wird, und einmal ein anaerober Prozess, wo Energie ohne Sauerstoff gewonnen wird. An diesem Grafik ist der Erfolg per rapport zu Atmung abgezeichnet. Und wir sehen heute zwei Knicker. Und das sind die zwei Schwellen, die wir sehen. Bei der ersten Schwelle, du fängt den Bob seine Energiegewinnung so richtig an. Das heißt, du hast den anaeroben Prozess, den so richtig ersetzt. Und im Bereich zwischen den zwei Schwellen, du sind die zwei Prozesse parallel in der Weg, aber das ist aber der Bereich, wo Sportler gut funktionieren kann. Aber der zweite Schwell, da geht es so richtig sauer. Weil du könnt den Körper nämlich nicht mehr nur mit Sauerstoff liefern. An dem Bereich kann ein Sportler nämlich ganz kurz funktionieren. I definitely worked a lot with the heartbeat and pulse one, because that's where I try to get my main data from. That's somewhere here. Yeah. Paulina? Dann gibt den Wert da an. Falsch. And then when I came back to the table, I looked around, finally, and I saw a ruler, and I was like, ah, the ruler! Genau, ich passe es auf der Wahl zu Linien. Paulina hat schon ein Kerl Antwort gegeben, war falsch, denn Jamie und Alex, sie haben den echten Wert schon. Und Karin, ich meine, bei denen sie just noch Fragezeichen im Moment. Ich gebe wirklich nicht eins. Das hier ist ungefähr high bei 1. Das hier hat mich dann 30 und sind nicht gespannt. Jamie, also ein Triathlet an der Runde. Die erste, wo Jamie den Wert angeht, wünsch ich gedacht, ich überlege, ist der Smith. Weil ich ungefähr weiß, wie die Werte bei einem Profisportler sind, weiß auch bei sich selber, meine ich. Und dafür wundert uns, dass ich bei der ersten Antwort so, ja, ab so gehen hört, was ein Schnitt quasi bei seinem Profisportler. Ah, schon auf dem Falschen geguckt. Fuck. Das ist ein Challenge, wo drum Präzision geht. Es geht logisch denken, kille Kappe halten. Es geht nämlich nur rum drum, wen als Ersten.
Wir müssen aber alles ganz genau lesen und die Graphen dann auch wirklich ganz genau interpretieren. Ja, wenn du gestresst bist, für dich geht es schwer. Ich habe einfach probiert, dann für Traut am Kopf zu erhalten und mich nicht von irgendeinem aus der Bund werfen zu lassen. Ja. Den Alex, also unser Footballist. Und darum, wir hatten noch Ahnung von Leistungsdiagnostik. Da gucken wir. Also ich war ein bisschen enttäuscht, dass echt schwer bei 60 Bolz gehen. Und ich gedacht, ja, aber das ist 60 Bolz, wenn ich sein Bolz, das kann der ja aber. Du weißt, okay, das ist ja wirklich noch kein Schwell richtig, die da recht hat, wo ihn, dass er vielleicht die erste Aktivation, wenn er vom Stuhl aufsteht, dann hat er vielleicht 70 oder so. Bei dem zweiten Wert, den wir haben, Bolz wusste ich uns relativ sicher, dass es 170 bis 10, weil ich das einfach selber weiß und weil ich auch nur mit Mengen Resultate, wo dann sich auch Menge ab oder so, auch gesehen, wie viel Wort ausstrecken. Jamie, sein zweiter Versuch. Ich habe nicht geguckt, was drauf war. Lunch gesehen, okay, der Körper. Mit dann den E-Modus. Mit ihr, dass man dann anfängt, ein bisschen mehr zu produzieren, müssen so eine Übergangsphase, wo man dann eine Mischung zwischen den zwei mischt. Wo man relax bleibt, aber anfängt noch zu produzieren. Und sie so kleine Sachen wie die Layer, wo man die dann doch dann um Grafik gesehen kann. Und das ist interessant. Ja, mit so. Das ist so logisch gewesen, dass du nicht richtig sind. Ja, eigentlich ist das so easy. Du bist immer bei 200 Watt bei mir. Du hast hin, weil bei 500 Watt kein ganz Sinn. Dritter Versuch. Alle guten Dinge sind drei. Au revoir. Wuhu! Ja! Mei, oh mei. Das gibt einem dann natürlich ein bisschen so einen kleinen emotionalen Schub, wenn du siehst, ja, der Bob, mein Vierbild, ein bisschen so, was gerade heute ist, weiß ich nicht mehr, dass ich auf euch deine Ahnung auf euch sport. Ja, merci, dass ich dabei sein konnte. Es hat wirklich viel Spaß gemacht, wenn man gleich selbstständig ist. Und voilà, ich wünsche den Kandidaten noch alles Gute für die nächste Episode. Und als Gewinner vom Asian Challenge darf Jamie sich dann los seinen Teampartner heraussichern. Jamie, für wen decidierst du dich? Ich entschiede mich für als mein Teampartner in der zweiten Runde den Alex zu wählen. Ich hoffe, dass ich schon mit meinem Teamkollege die besten Entscheidungen getroffen. Am zweiten Challenge geht es los an einen anderen Bereich von der Biomedizin, nämlich Genetik. I think the topic of genetics is so diverse and so interesting. I haven't covered it at school yet, but it's just so cool to me. So I was happy to get the chance to work with it. Wir holen uns nämlich dafür mit an den Kuhstall. Okay, und wir haben uns ein kleines Rätsel vorbereitet. Du musst herausfinden, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Kälbchen an der dritten Generation die Haare von seinen Eltern vererbt kriegt. Und dafür muss ich die erste Generation von der Kuh ganz genau angucken und die richtigen Rechnungen machen. Wenn er meint, er hat die richtige Lesung, dann könnt ihr sie hier antippen und dann sehen wir, wer eine Kipp an den Duell muss. Ich habe direkt eine Probe gedacht. Keine Ahnung, so, kann ich so Baum zischen oder so. Das habe ich direkt an mich damit gedacht. Mir eine Viertel. Weil zum Beispiel den Jamie, er hat ganz viel Gag. Also wenn ich etwas probiert, es geht irgendwie sich entspannen. Und den Alex als ganz guter praktischer Arbeiter. Und ich persönlich bin mehr komfortabel mit Theorie und ich meine Paulina auch. 3, 2, 1, take off! Ob denn Jamie den richtigen Schwung gemacht hat mit seinem Teampartner? Weil eigentlich ist Paulina ja der grosse Enthusiast von der Biomedizin unter den Kandidaten. Mit das will nicht unbedingt etwas heischen. Aber gerade los stürzen sie sich nicht all blan an den Challenge und machen damit nicht einen grossen Fehler. Sie ignorieren komplett, was wir hinten um dich gehen. Wir haben neben Stopp, dass wir den einen gehen, das Beispiel, wie dann auf sich vererbt. Mit das könnten sie eigentlich einfach auf die mit den Haaren transferieren. Also mal erkennen, wie Gigina verirft und so weiter und so fort. Und ich meine, das ist aber ganz wichtig. Und die Methode, wie ich in Probabilität davon ausrechnen kann, also beide Beispiele vom Grundprinzip nämlich. Und das wird als Kandidatin also machen sollen. An diesem Beispiel will man herausfinden, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Kind von diesen Eltern hier Blut ankriegt. Von all Genen, also auch vom Gen von der Erbfarbe, hat er zwei Versionen. Wissenschaftlich nennen das Allelen.
Der Papa hat allein große B, kleine B und die Mama hat allein kleine B und kleine B. Jeder von ihnen vererbt nur ein Allel und Kant weiter. Aber welche von denen zwei das ist, das entsteht in Zufall. Ein Kant kriegt just bloß an, wenn es kleine B von der Mama kriegt und kleine B vom Papa kriegt. Für die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, dass dieser Fall antritt, muss man ein Tableau machen. An diesem Tableau drehen wir dann all die möglichen Kombinationen an. Und da gucken wir, wie oft wir kleine B und kleine B haben. In diesem Fall 2 von 4. Also ist die Wahrscheinlichkeit 50%, dass Kant bloß ankriegt. Wir haben das beispiellos stark vereinfacht, eine Realität ist natürlich viel mehr komplex. Aber vielleicht mit diesem Beispiel hat er nur herausgefunden, wie das mit den Haaren von der K-Gift machen. Let's go back to the paper. Yeah. Because I always make this mistake. Let's read this very carefully and thoroughly. Yeah, let's do the crossover. Sie hatten K mit Haaren und die hatten da ohne Haaren. Und sie haben für dich mal herausgefunden, ah ja, sie nehmen die Haaren, die 2 kleine P'en am Genom haben. Do you want to focus on the color or do you want to focus on the actual letters that we're seeing? What do you think is better? The letters. Okay, then let's focus on the letters. Für die ersten Rationen zu machen, benutzen wir die Tabelle von den blauen Abbrungen an. Wir haben Farben auf der Pano gemacht und die können eben besser an dir feiern. Mit der Karim und Polina, die haben den Blut verstanden und die rechnen nur mit einem Tabelle aus. Und das ist der richtige Weg. You cannot show anything on your face, but you can still have it in your jeans. And the one is one big P and one small P. Yes. Should be 50-50, shouldn't be? Yes. Das ist schon sicher so. Hallo, ich feiere. Also, wenn ich keine Ahnung von Genetik hat, da geht der Toten auf jeden Fall nicht mehr drohen. Aber dafür haben wir ein Blatt auf den Tisch gelöscht. Das müssten sie just lesen. Und Jamie und Alex, die rote just. Wenn die dann 2 in Hören haben, dann hat den dann. Und du hast das gedehlt und das gedehlt. Mhm. Ich gebe so einen, komm mir Wasser. Geht tolle Finale, ne? Von Takeoff. This one goes here? Yeah, that one goes there. Oh! And now what? Paulina und Karim, sie haben die richtige Wahrscheinlichkeit schon für die ersten Rationen und den älteren. Die Rechnungen gehen aber noch über mich schwer. Dono könnt hat mit der Idee, Tabelle zu erweitern und die dann zusammen zu machen. Das ist ein Kreuz-Tabelle, ja, da gehen wir hin. Ja, ich kann das selber, wir sind blond. Also, große B, kleine B. That's what I'm doing right now. Ah, okay, come, come, come. That's what I was doing. I understood you right away. Oh, sorry. 37.5%. 37,5 bei der Körpertemperatur für das top. Also doch bei der Genetik gut. Sorry. Der Karim und Paulina, sie sind noch immer 4. Sie sind sich sicher, dass ihre Top-Lösung richtig ist. Mich gesehen, du Henke Pulke, auf der falschen Platz. Klinge B, große B. Und Alex und Jamie sind ein bisschen besser in der Wifi-Fedrun. Sie haben die Taktik mit Farben auf Froh gestellt. I told you that combined probabilities are multiplied and not added. Yeah. And if... Oh, I don't know if I believe that, actually. It was 3 years ago, but I'm telling you that if you multiply 1 over 4 and 1 over 2, you get 1 over 8, then you divide by 2, like you said, 2. And you get 1 over 4, and no one's tried that yet. You got this. Just promise me one thing, if it is not correct, please do not say the F word. Like, I won't say the F word. I'm very sorry. Komm, wir gehen als Süßdichnappes für, dass wir können unterscheiden, ob es klein oder groß ist. Sie haben zum Beispiel dezidiert, groß P schreiben wir mit dem Deckel Big, ein klein P mit dem kleinen Big, da kann sich Mama irren. Weil das ist nämlich Lucy an mir, wo wir das da getestet haben, dass die ganze Zeit viel kommt. Nein, das ist Big P. Das ist Big P, isn't it? Ja, it's Big. Wir gucken den Bruch, zum Beispiel, wenn 3 Fährels im Bruch steht, dann machen wir den Gen 3-mal an der Ball, wenn just E-Fährels drauf steht, E-mal. Beide Kippen sind entretan im richtigen Weg. Mit wen von ihnen kriegt die Rechnung am sehersten gelesen? Wen fand die gesichte Probabilität, als er schon zerstummert einen Platz an der Halbfinale von Takeoff? Schon verkackt. Tschüss. Wir müssen nur klar denken, okay, wenn es schifft. Ich muss einfach kurz durchschiffen. Wir stummen doch einfach jetzt so. Wir haben einfach geguckt, gucken links rechts und so, ja, okay, was sollen wir da machen? I think I know. Huh? If you take a small block, blocks of 4, here for PP and PP, you can say that this is 1/4 of a chance. Yeah. And you can say that this is 1/4 of a chance. Das sind nicht die Janine bei der Aufgabe, aber das sind die Janine an sich,
wie weiter kann kommen. So now we need to find the cow that corresponds to that. Yeah, okay. And now we do the big table. Polina und Karim, sie wollen nur alle Kei auf der richtigen Platz, nur fehlt ihnen just eine Einrechnung von unserem Resultat. Guck, der Teil ist ja schon richtig. Mhm, da wissen wir müssen den Teil nicht rechnen, wir müssen süß an den Heu rausfinden. Ja. Das scheint zu gesehen, es dreht gerade Aha-Momente. Das ist den Heu. Sie haben lang Heu runter geschafft. Heute waren wir bald 2 Stunden am Gangen. Komm, Mann, das ist eigentlich ganz relax, okay? Bring nämlich neues zu Hause. Okay, ich meine, große P, große P. Ne, richtig. Ne, den hast du ja null dran. Den hast du null dran. Mach gleich, mach gleich, mach gleich. Am Anfang von unserer Show war es wirklich mehr bauen. Und noch gemerkt, mit Glück kann ich relativ weit kommen. Hier ist wenig Glück dabei. Hier mussten sie schon überlegen. Also hier haben wir richtig starke Kandidaten. Sie haben nur und nur verstanden, obwohl keiner von ihnen Ahnung hat. Auch Pauline hat sich mega gefreut über Genetik, hat aber eigentlich ganz wenig Ahnung, wie es funktioniert. Sie haben eigentlich sich selber eine Kur an Genetik gehen. 31.25. Ja. Yeah. Sollen wir noch ein bisschen zusammen zittern oder gucken, ob es richtig oder falsch ist? So wäre es. So wäre es. Das wirst du wohl, sonst du Spratz spielst, Karin. Okay. Yeah. Yeah. I feel super happy to be in the next one, in the semifinal with only 3 people, I feel like it increases my chance of actually winning the big prize much, much more. And it's unbelievable. Schon der Casting ist krass. Die 12 ist krass. Schon bei Top 6. Mit Top 3, das so von 150, von der ganzen 10, das so. Und plus der Preis, gell, das ist mehr das, wo wirklich gerade zählt, ist okay. Es sind nur drin, wirklich ein großes Sum zu gewinnen. Ich meine, das geht ein beides Nummer auch am Duell gegen Alex. Aber das ist, dass ich halt am Duell muss. Denn Jamie auch. Das ist nicht sein Echtgehör. Aber das ist auch nicht so mein Echtgehör. Egal wie, werde ich kämpfen. Ich meine, heute Morgen der Bob, den du hast gewiesen, dass ich kämpfen kann. Und ich werde ihm weisen, dass ich da doch kann. Und noch haut das klar, wen an den Duell muss. Dafür Lucia Joseph, der muss darum gehen. Bestimmen an Ava, kruten uns 2 Coachen eine spezielle Aufgabe für diesen Duell. Die müsst ihr blüten. Ja, aber wird wirklich, weil der Joseph und auch du, Olivier, wir haben den mal ein bisschen Blut aufgezappt kriegt. Und ihr müsst herausfinden, wer von uns wer eine Blutgruppe hat. Und nur am Duell gibt es einen kleinen Twist, weil die 2 muss die Antwort abschreiben, ihr mir die Sache ablesen. Genau, die hat eine bestimmte Zeit. Und nur der Zeit gucken wir, wie viel Sachen da richtig tut. Und hier nur als der weiter, den am meisten Sachen richtig tut. Wenn der Gleichstand tut, dann gucken wir Zeit. Dafür ist es wichtig, wenn der meint, ihr habt alles, zu buzzern. Auf den Schluss herausgeflogen, habe ich gesagt, das ist wirklich eine mega coole Challenge. Ja, Biomedizin, du gehört ganz viel dazu, zum Beispiel auch, was der menschliche Körper angeht, und du gehört das Blut eben auch dazu. Und ich hoffe, die Feldkirche von den beiden schwach. Es geht um die letzten Platz an der Halbfinale von Takeoff für den Jamie oder den Alex. 3, 2, 1, Takeoff! Blutgruppen sind verschiedene Blutgruppen. Blutgruppen werden durch das Verwechseln spezifisch für Antigene. Okay. Wo hast du welche? Muss man feststellen, welche? Wir haben für das erste Mal als Reparationsbachkette, wo kleine Löcher drauf sind. Dann haben wir die verschiedenen 3 Blutgefäße. Und wir haben halt als Pipetten und als eine kleine Instruktion, wie Blut abgebaut kann sein, wie ein Antigener können drauf sein und was für Blut das dann am Endeffekt aus. Als Blut ist natürlich für drüge Tests gehen. Wir haben keine Krankheiten, also für sie ist es total safe, mit unserem Blut zu hantieren. Also wir haben natürlich trotzdem hier Schutzmaterial. Die Sachen, die ich mache, ist halt Blut holen. Kandidatin, sie haben schon so viele Challenges hinter sich, sie haben ihre Kopf schon so angestrengt. Hallo, könnt nach dem Duell, das ist richtig, richtig hart. Den Alex hat mich immer überrascht. Er ist in der nicht viel schwätzt und immer so relax. Ja, ja, geht schon. Und hat so nicht mal, nicht keine Ahnung. Aber dann, von einem Moment auf den anderen, so, dann, da könnte es. Und dann, da mich mega paff. Und dafür war ich mir auch nicht sicher, wie ich gewonnen. Denn Jamie hat keinen Vorteil mehr an diesem Challenge.
Es muss darauf achten, wenn ich weil sonst nie habe ich eigentlich mir Zeit geholt, für den Sort zu zählen und wirklich anständig zu lesen. Eigentlich mich präpariert, ob das, was ich gemacht habe. Also 1, 2, 3. Denn Jamie hin, also gesagt, Papa zum Alex, ich meine es hektisch aus, aber hin denkt zum Beispiel drin, alles zu notieren, zu beschriften. Und den Alex, den hört er zu ein bisschen vergiss am Stress. Leider war wahrscheinlich auch Dorina, dass den Jamie schon ein jettueller Hanna zu schwört. Mehr effektiv feiert sie klar am Viertel, wenn ich Schritt für Schritt 4 geht, all Blut mit allen Solutionen durchtest und gut guckt, wie das reagiert. Ich habe gesehen, dass Bait eine Idee hat. Ich habe eigentlich Bait verstanden, was sie machen soll. Also, ich habe probiert, einmal alle gut in die Sachen zu testen. Ich muss anfangen mit Maschinen. Ich habe gesehen, den Alex hat angefangen, ich habe mich da nicht stressen gelassen. Ich habe mir Zeit geholt und gesagt, entweder den Alex kriegt das Anhieb richtig oder ich mache voll eine extrem Zeit ab, wenn ich da nur an der, ja, an der Präparation das besser hinkriege. Das ist halt schon mal gut. Beim 2 Hummer. Ich muss mal frisch machen. Also, ich einfach vergisst, also, hey. Wen Schema hat schon mal gemacht? Also, wen, wo hat ich den nächsten gemacht? Wo hast du den zweiten gemacht? Ich war so, nee. Dann haben wir vorher angefangen. Aber dann haben wir angefangen mit Beschriften. Und ja, ob du hast alles gegangen. Ich war irgendwann das Gebild, ne? Beim Ihnen sind wir mal bei T. O plus N. Und dann mit Mat B. Dann mit Mat B und D. Ihnen an drei hatte ich am schnellsten rausgefunden. Ich schon direkt rausgefunden, dass alle guten Blüter positiv waren. Das heißt, das konnte bei dem einen ja süß den D-Antigen sein. Nee, 2 hat nicht mal B. 2 hat nicht mal B. 3 sind nicht mal nützlich. Ich meine, 3 in einem Kanal. Echt? 20 Minuten am Duell decidiert Jamie, sich auf eine Antwort festzulegen und drückt den Buzzer. Ich habe schon einfach gesagt, entweder den Alex kennt glaub, das selbe Resultat und ist schon, also die mir schnell Zeit, dann kommen wir weiter. Oder ich kann etwas komplett anderes, sondern und ich halt mein Charakter ja einen Takeover verspielt. Ob dem Jamie sing Antwort aber auch richtig ist, geht er recht abgelöst, wenn auch den Alex sing Tablet tut. Kennt du irgendwie, sind das hin dann 2 falsch und nicht 2 richtig? Das heißt, ich hätte gewonnen, obwohl ihn aber echt gebossert hat. Geh auch den Alex, schließt du auf, sing 3 Blutgruppe fund. Ein spannendes Duell geht um den Benen zwischen Jamie, für den es schon der 5. Duell ist, und für den Alex, der für 2. im Singplatz bei Takeoff zittern muss. Wir fangen an mit dem 3. Typ. Blut am 3. Typ war von der Gruppe B positiv. Und das hat den Jamie und den Alex. In den. Kommen wir bei den Typ Nummer 2. Du hast den Alex AB Plus und den Jamie A Plus. Und das Blutgruppe A positiv. Und nun mal das den Jamie weiter. Ja. Weil den Jamie da trichtig ist und am sehrste war. Kenne ich gar nicht. Dem Moment, wo ich halt ein bisschen geschwenkt bin, also ein Drips rüber gesprungen. Die kleinen Drips, die habe ich dann halt rausgeschmissen. Ich bin so froh. Ich hoffe natürlich, ans Finale zu kommen. Das ist natürlich mein größtes Ziel gewesen. Es war wirklich flott. Viele neue Sachen, die ich halt gesehen habe. Ich wollte auch gesehen, dass ich noch ein paar Sachen. Das ist ja Science. Ich hatte auch nicht viel mit Science zu tun. Also praktisch. Ich habe viele Sachen auf YouTube also gesehen. Das war schon cool. Master of Duel ist absolut den Namen für mich aktuell. Ich meine, 5 Dueller, das sind praktisch tauschend von den Leuten, die dabei waren. Und ich finde es alle gut gewonnen. Das gibt mir natürlich einen kleinen Stolz. Ich weiß aber nicht, ob ich mir nachher gehen will. Der Karim aus Team Move, Polina aus Team Rot und der Jamie aus Team Giel. Das sind also als 3 Halbfinalisten von Takeoff. Spannend bis zum letzten Moment. Auch spannend geht es auch an der Halbfinale von Takeoff, der Science Challenge Show.
Schägen. You got it. Du kannst schon mal alles aus Händen holen. Ja. Du brauchst den Kampf. Drei. Okay, ne. Zwei. Yeah. In. Take off! Take off. Eine gemeinsame Initiative von der André Loche Foundation und dem Fonds National de la Recherche.